Der Rettungsdienst wurde zu einem Waldgebiet gerufen, weil die blinde Tochter der 45-jährigen Sabine dort offenbar in Gefahr geraten ist. Hallo, ich bin Sabine Reuter. Ich habe Sie angerufen. Ja. Meine Tochter ist vor anderthalb Jahren erblindet. Okay. Und die wollte heute das erste Mal im Wald spazieren gehen mit ihrem Hund. Wir haben den Elvis vor 4 Wochen gekauft. Und dann bin ich gucken gegangen, wo sie ist. Und dann kam mir der Hund allein entgegen. Meine Tochter Vera, die ist durch einen Zeckenbiss, durch eine Borreliose vor anderthalb Jahren plötzlich erblindet. Das war für uns alle ein Riesenschock. Und sie wollte heute schon zum ersten Mal mit ihrem neuen blinden Hund spazieren gehen. Und das ist alles irgendwie in einer Katastrophe geendet. Das ist der Hund ihrer Tochter? Das ist der Blindenhund, den ich für sie gekauft habe. Und die Tochter ist noch weg, die suchen wir jetzt, ja, ist vermisst. Ich konnte mir lange Zeit keinen Blindenhund für Vera leisten. Ich habe dann anderthalb Jahre kräftig gespart und alles zusammengekratzt und mir dann bei einer Hundeschule, die spezialisiert ist für die Ausbildung von Blindenhunden, den Elvis gekauft. Vera war sofort verliebt in den Hund und dann sowas. Er hat vielleicht sie im Stich gelassen oder sogar noch verletzt. Mich hat er ja auch gebissen. Was sogar haben Sie da jetzt am Handgelenk? Der Hund, ich wollte den anleihen, der hat mich gebissen. Dann lassen Sie uns immer ganz kurz nach Ihrer Bissverletzung gucken. Die müssen wir erst noch mal ein bisschen versorgen. Und parallel... Können wir nicht erst meine Tochter suchen, bitte? Ich weiß, die Tochter geht auf jeden Fall vor. Ich habe Angst, dass wir werden auf jeden Fall die Tochter anfangen zu suchen. Die Polizei ist auch schon verständigt. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen uns jetzt erst mal ganz kurz nach der Bissverletzung gucken, weil da kann eventuell auch Keime drin sein, infiziert sein und so weiter. Das ist aber nicht schlimm, das kann ich doch auch später machen. Die Kollegen sind auf dem Weg, alleine auf die Suche können wir jetzt sowieso nicht. Die Verletzung der Dame war jetzt nicht ganz so schlimm. Normalerweise muss das natürlich vom Arzt begutachtet werden, im Krankenhaus behandelt werden. Aber ich habe voll verstanden, dass sie zunächst erstmal ihre Tochter suchen wollte, ihre Tochter finden wollte. Die Tochter ist noch nicht allzu lang blind. Sie ist vermisst, im Wald ohne Hund, total auf sich allein gestellt. Bei uns gingen alle Alarmglocken an und wir mussten sie schnellstmöglich finden. Jetzt auf Streife. Die Spezialisten. Ah, die Polizei kommt schon. Ja. Ja, wir haben den Suchhund auch mit dabei. Hallo. Wir haben eine spezielle Lage. Also zum einen, wir haben eine vermisste blinde Person, 17 Jahre alt, war mit ihrem blinden Führhund unterwegs. Okay. Der Blindenhund ist jetzt hier, nicht mehr bei der vermissten Person. Der Blindenhund hat zusätzlich noch die Mutter der Vermissten einmal hier gebissen und wir erreichen die Vermisste nicht. Also wir müssen definitiv, der sie braucht Hilfe. Hat sie gebissen? Ja. Richtig. Auf den ersten Blick war der für mich nicht aggressiv. Aber man weiß nie bei Hunden, wenn die verletzt sind, und er war ein bisschen verletzt, sollte man aufpassen, weil die können, wenn die Schmerz haben, auch mal zubeißen. Robby, ist das normal, dass ein blinden Führhund das Herrchen oder das Frauchen verlässt? Nee, also da muss was ganz Schlimmes passiert sein. Also sonst kann ich mich das gar nicht vorstellen. Ich konnte das sowieso nicht verstehen, ne? Dass der Blindenhund auf einmal da alleine war, ohne sein Fräuchen. Also der Hund, der wird von Anfang an gelernt, auf jeden Fall die Besuchsperson nicht zu verlassen. Das ist meine Tochter. Okay. Und das war vor dem Spaziergang, habe ich sie hier abgesetzt. Sie hat also auch noch die gleichen Klamotten an. Sie scheint aber sehr gut mit dem Hund klarzukommen. Sie liebt ihren Elvis. Das hat super geklappt. Und deswegen bin ich jetzt so durcheinander, weil der Hund ohne sie kam. Okay. Okay. Also, wir wissen, wie die Tochter aussieht. Ich rufe jetzt über die Leitstelle den Amtsveterinärarzt an. Ja, genau. Wie sich Blindenhund Elvis verletzt haben mag, kann vielleicht der verständigte Tierarzt feststellen. Während Elvis sicherheitshalber im Auto von Mutter Sabine verbleibt, nimmt der Suchhund mit Hilfe eines Kleidungsstücks ihrer Tochter die Fährte der 17-Jährigen auf. Ich habe sie hier auf jeden Fall abgesetzt und also ich kenne jetzt nicht genau ihre Runde, aber es muss hier, sein. Kann nicht so. Gut, wenn wir gleich den Waldweg da runtergehen, dann schauen wir auch rechts und links, ob wir irgendetwas sehen und rufen auch nacheinander, nicht alle zusammen, aber nacheinander den Namen von ihrer Tochter. Wie heißt sie? Vera. Vera, okay. Und bitte auch nach Gegenständen auf den Boden gucken. Ne? Okay. Vielleicht hat sie irgendwas verloren. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was uns weiterhilft. Ne? Ja. Mein mütterliches Gefühl hat mir gleich gesagt, dass irgendwas nicht stimmt mit Vera und ich sollte damit recht behalten. Für den Hundeführer ist weiterhin unbegreiflich, warum die vermisste 17-Jährige von ihrem blinden Hund anscheinend alleine gelassen wurde. Und die Situation wird immer merkwürdiger, als die Einsatzkräfte im Wald plötzlich auf eine verletzte Passantin stoßen. Sag mal, sich, da liegt einer. Da liegt jemand. Ein Mädchen. Ja. Sani. Ja. Oh Gott. Hallo. Park, hallo, was ist passiert? Ich wurde von einem Hund geholt. Ich war mir am Ohr.
Okay. Sie waren jetzt mit diesen Stöcken hier am Walken und sind hier lang gelaufen und plötzlich kam ein Hund und hat sie umgerannt. Ja? Ja. Der Blindenhund Elvis, dass der das Mädchen umgerannt haben soll, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ein ausgebildeter Hund würde sowas überhaupt gar nicht machen. Auf einen Blindenhund muss man sich blind verlassen können. Okay. Wie sah denn der aus? Wie sah der Hund aus? Können Sie mir das sagen? Der war so schwarz-weiß. Hatte der Hund so ein Geschirr um, so ein Blindenhundegeschirr? Da hast du irgendwas um, sowas. Ganz ruhig, hat nicht der Elvis gewesen sein. Der Hund, den die Walkerin beschrieben hat, das war eindeutig unser Elvis. Es ist noch eine Person durch ihn verletzt worden. Was war los mit diesem Hund und wo war meine Tochter? Wir stabilisieren das und fixieren das jetzt. Genau, wir erzählen ihr, was sie haben. Sie haben ja einfach hier einen Stock hier drin stecken. Der hat wahrscheinlich irgendwelche Gefäße verletzt, wahrscheinlich auch Nerven. Wir werden das jetzt ganz vorsichtig stabilisieren. Das kann ein bisschen wehtun. Sie bekommen sofort von uns noch Schmerzmittel. Durchblutung, Motorik, Sensorik war okay, Thomas? Das war okay. Sonst irgendwo Schmerzen? Wir haben Knöchel, als wir da ist dick geworden. Meinst du, es ist gebrochen da unten? Müssen wir mal gucken. Ich guck mir gleich nochmal nach. Die verletzte Walkerin war schon etwas schwerer verletzt, muss man sagen. Also, sie hatte eine Fählungsverletzung, hat was in ihrer Hand drin gesteckt, das wir auf keinen Fall rausziehen durften. Wir mussten es drin stecken lassen, weil sonst die Blutgefäße sich geöffnet hätten und sie gedroht hätte zu verbluten. Sie hatte eine, ja, wahrscheinlich einen umgeknickten Knöchel, eventuell eine Fraktur. Das heißt, sie musste schnellstmöglich im Krankenhaus versorgt werden. Ja, dann schaue ich, dass wir noch einen zweiten Edwin irgendwie herbekommen, dass die uns die Dame hier abholen. Noch eine Frage, bevor Sie zum Krankenhaus abtransportiert werden. Haben Sie vielleicht im Affekt mit dem Stock nach dem Hund geschlagen? Nein. Der war nämlich verletzt an der Schnauze. Nein. Absolut nicht. Nein. Okay, danke. Ist auch kein Blut dran, Ingrid, gell? Also ja, hier, weder hier noch an dem anderen Stock. Nee, habe ich auch eben geguckt. Ne? Ja. Da ist nichts dran, ne? Hier ist nichts dran. Wir haben einen zweiten Rettungswagen an sie an der Stelle beordert. Thomas, so lange bei ihr geblieben, hat sie dann an den zweiten Rettungswagen übergeben. So, und sie ist ins Krankenhaus gefahren worden. Die Richtung hat sie gesagt, ne? Ah ja, okay. Da kann ich wieder ansetzen. Vera! 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 Ich kann hier überall und nirgendwo rein. Wenn der Hund hier so andere Personen einfach so wild umrennt, dass sie sich verletzen, wie kann das sein? Wodurch ist das verursacht? Ein einfacher Familienhund oder so, ja. Aber kein ausgebildeter Blindenhund. Unmöglich. Ja. Also für mich unmöglich. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Haben wir das gefunden? Oh, das sieht aber das denn? Aus. Mal hier. Das gibt's doch nicht. Die sind mit Nägeln gespickt. Das ist ja richtig heftig. Das sind Hundeköder. Als ich dann diese Wurststückchen mit den gespickten Nägeln gefunden habe, da wurde mir einiges klar. Es musste sich hier um eine überaus skrupellose Person handeln. Diese Tat war geplant. Nämlich diese Würstchen liegen nicht irgendwo rum, sondern er musste sie zu Hause präpariert haben und ganz bewusst hier im Wald ausgelegt haben, in der Hoffnung, dass irgendein Hund die frisst. Also wir müssen jetzt auf der Hut sein, ob wir hier möglicherweise auf der Wegstrecke noch weitere Köder finden. Hallo, junger Mann, bleiben Sie mal stehen. Polizei! Hallo, Polizei, bleiben Sie stehen. Der Hund tut dir nichts. Natürlich. Der Hund ist angeleint, der läuft hier nicht frei rum. Bleiben Sie hier. Gehen Sie erstmal mit dem Hund weg, okay. Ja? Bitte mal an die Seite. Komm. Der beißt doch. Der beißt nicht. Kommen Sie mal zu mir. Kann ich garantieren, lege ich meine Hand für ins Feuer. Kommen Sie hierher. Nee, da tut er erst einen Maulkorb hoch. Das ist unser Hundeführer von der Polizei, der ist ausgebildet. Und wenn Sie nichts tun, tut der Hund auch nichts. Verstanden? Das glaube ich aber nicht. Doch, dann glauben Sie mal. Was haben Sie denn da in dem Rucksack? Nichts. Und dann noch. Moment mal, das Tuch, das kenne ich. Das ist das Halstuch meiner Tochter Vera. Dann passt auf, man kann es genau. Was haben Sie bitte mit meiner Tochter? Gar nichts, das habe ich gefunden, das lag da hinten. Plötzlich kam ein Pilzsammler hier aus dem Waldgebiet heraus mit einem Rucksack. Hieraus ragte ein Kleidungsstück von der vermissten Person heraus, was die Mutter sofort wiedererkannt hat. Für mich war klar, er musste irgendetwas mit diesem Mädchen zu tun haben. Aufgrund dessen habe ich den Rucksack durchsucht. Und was habe ich gefunden? Ein Glas mit Würstchen. Und in diesen Würstchen, die genauso aussahen wie die präparierten Würstchen, war auch noch ein präpariertes Stück, sodass wir eins und eins zusammenzählen konnten. Es war derjenige Hundehasser. So, ich hätte mal ganz gerne den Ausweis. Wie kann man nur sowas machen? Ich verstehe das nicht. Was stimmt nicht mit Ihnen? Warum? Wie können Sie denn die Tiere so was antun? Gucken Sie mal diese Narbe an. Die kommt nicht von Geburt an angeflogen. Das war ein Schäferhund, der mich mit 6 Jahren gebissen hat auf dem Spielplatz. Und mein kleiner Bruder, der hat ja fast zu Tode gebissen. Dann haben Sie ein vorkindliches, traumatisches Erlebnis. Dann müssen Sie sich behandeln lassen. Dann müssen Sie zum Arzt gehen, zum Psychiater. Wo der Mann erklärt hat, ne, also, dass er mal früher gebissen worden ist ins Gesicht von einem Hund, dass das lange tragen kann, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass der dann nach so vielen Jahren Köder da auslegen geht, das kann ich nicht verstehen. Es ist auf jeden Fall eine ganz große
Schweinerei, sowas zu machen. Ich werde Sie über unsere Leitstelle überprüfen. Während die Polizei Ermittlungen gegen den Hundehasser einleitet, kehrt einer der Sanitäter mit Neuigkeiten vom Parkplatz zurück. Dort hat der Tierarzt im Maul des verletzten blinden Hundes etwas entdeckt, das offensichtlich von den ausgelegten Ködern stammt. Das ist ja der gleiche Nagel. Genau der gleiche Nagel. Das hat er im Maul des Hundes da gefunden. Vera? Vera? Die Tochter? Schatzi, wo bist du? Mama, ich weiß es nicht. Alois ist weggerannt und ich bin irgendwo runtergefallen. Mama, du musst mir helfen, bitte. Fragen Sie, wo sie ist. Wo bist du denn jetzt? Wir suchen dich schon. Ich weiß es nicht, Mama. Ich war total froh, die Stimme meiner Tochter zu hören. Ich habe mich nur gefreut, dass sie lebt. Aber sie klang irgendwie panisch und wir mussten ihr unbedingt helfen. Sie hören von der Polizei. Vera! Sag mal ruhig, ruhig. Ja, hier muss sein. Hier ist irgendwo was. Vera, hallo? Vera? Vera? Im Hang, wo? Hier unten. Oh, hier okay. Ja. Vorsicht, seien Sie vorsichtig. Der Rettungsdienst ist da. Einfach ruhig sitzen bleiben. Wir kommen zu Ihnen. Hier ist da. Alles gut. Hallo. Tut dir irgendwas weh? Ich bin da. Wenn jemand, der normal sehen kann, stürzt, ist das durchaus ab und zu mal gefährlich. Wenn jemand allerdings stürzt, der nicht sehen kann, ist das meist noch viel gefährlicher. Wieso? Sie wissen überhaupt nicht, was vor ihnen liegt. Liegt da ein Hindernis, liegt da eventuell ein Baumstamm oder wie auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie sich auf einen blinden Hund verlassen, weil der sie entsprechend führen kann und ihnen den Weg und die Hindernisse zeigen kann. Hast du so eine Schürfwunde, kleine Schnittplatzwunde, wie auch immer? Das ist ein bisschen offen, ist aber jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Okay. Ansonsten scheinst du gerade nicht weiter verletzt zu sein. Zumindest sehen wir kein Blut. Okay. Wichtig ist erstmal, dass du gut atmen kannst, dass du gut Luft bekommst. Hast gerade natürlich einen schnellen Puls. Ne, aber klar, bei der Situation kann ich das auch nachvollziehen. Gut, das Schwierige ist, dass wir Ihren neurologischen Zustand nicht 100% beurteilen können. Einfach aufgrund der Blindheit kann man nicht so viele Tests hier draußen machen. Das muss auf jeden Fall im Krankenhaus geklärt werden. Normalerweise kann man so ein klassisches Schädel-Hirntrauma relativ gut in verschiedene Grade einteilen. Das ging jetzt eben vor Ort nicht, weil sie erblindet war und wir nicht auf alle neurologischen Symptome entsprechend achten konnten und sie richtig beurteilen konnten, sodass wir da immer noch von einem relativ schweren Sturz, von einer relativ schweren Verletzung ausgehen mussten und im Krankenhaus weitere Diagnostik zugeführt werden musste. Da sind nur einige Ungereimheiten, die ich nicht verstehen kann. Wo haben Sie den Hund her? Das war eine Hundeschule, wo wir den gekauft haben. Die sind spezialisiert auf Blinden für Hundeausbildung. Okay. Was haben Sie bezahlt für den Hund? 17.500 Euro. Wir haben. Wie bitte? So ein Hund kostet zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Aber wenn er doch aus der Schule war, wie kann das sein, dass er nicht ausgebildet war? Ja gut, aber so eine Hundeschule wird jetzt nicht immer mal so ein Sonderangebot für Blindenhunde. Nein, das gibt's nicht. So einen Blindenhund einfach so ausbilden zu lassen und dann zu wissen, dass er billiger ist, aber nicht richtig ausgebildet ist, das ist also sehr gefährlich. Man hat es auch gesehen, das Mädchen ist in Lebensgefahr gewesen. Und auf solche Sachen sollte man auf jeden Fall ganz gut aufpassen. Also wir haben hier zusammenfassend zu sagen, eine unglückliche Ereigniskette. Sie ist mit einem Hund, mit einem blinden Hund, der nicht ordnungsgemäß ausgebildet war, hier im Wald spazieren gegangen. Richtig. Sie konnte ja nicht sehen aufgrund ihrer Blindheit, dass da ein mit Nebel gestickter Hundeköder lag. Er hat davon gefressen, hat sich verletzt, waren Schmerzen, ist in Panik geraten, hat dann diese Walkerin da umgerannt. Mhm. Auf uns kommt natürlich jetzt jede Menge Arbeit zu, dieser vermeintliche Pilzsammler, auf den kommt ein Strafverfahren zu, wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, wegen Tierquälerei. Und des Weiteren werden wir uns um den Ausbildungsbetrieb kümmern müssen. Wir lassen uns Unterlagen zeigen, ob dieser Hund tatsächlich die erforderlichen Prüfungen abgelegt hat. Es ist eine kriminelle Machenschaft, wenn man so einen Hund weitervermittelt an blinde Menschen. Das kann man so nicht gelten lassen und das muss verfolgt und auch bestraft werden. Müssen wir ihn abgeben, oder? Wir besorgen dir eine richtige Adresse, wo der Hund weiter ausgebildet wird. Und dann bekommst du den wieder. Also die Chancen stehen sehr groß dann, ja? Im Krankenhaus konnten bei Tochter Vera schwere Sturzverletzungen ausgeschlossen werden. Ihrem blinden Hund Elvis ging es nach dem Entfernen des Nagels ebenfalls bald besser. Der überführte Tierquäler und auch die Besitzer der Hundeschule mussten sich vor Gericht verantworten. Zur großen Freude von Vera und ihrer Mutter übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Ausbildung von Elvis zum Blindenhund. So weicht das Tier dem Mädchen nun nicht mehr von der Seite.